Hallo Fernando, guten Morgen. Hey Carina. Du hast doch frei heute, oder nicht? Ja, aber ich wollte dich um einen Vorschuss bitten. Vorschuss? Warum das denn? Du hast mich ja gestern angerufen, dass das was geklaut worden ist. Ja. Und da habe ich heute Morgen festgestellt, mir fehlen 200 Euro. Wie? Du hast doch gestern gesagt, die ist nichts gekommen. Jetzt doch? Ja. Ja. Naja, ich möchte ja nicht, dass dir was zu Schaden kommt. Ich geh mal holen, okay? Das ist lieb, danke. Was kostet denn dieser Personal Coach? 800 Euro. Und was ist überhaupt mit den 200 Euro, die ich dir schon geliehen habe? Ist ja jetzt die nächste Rate schon fällig, ne? Von 200 Euro. So, wollen wir mal schauen hier, ob die 200 noch drin sind. So, 200, okay? Danke. Ja, und das alles bei dem Stress hier. Hm? Ja, ich brauche eine Auszubildende. Ich finde leider keine. Ja. Meine Tochter Jenny kann sich doch bei dir bewerben. Deine Tochter Jenny? Guck mal hier. Mhm. Ja, sieht doch nett aus. Ja, gut. Dann brauche ich mal Zeugnis dafür, okay? Dann schauen wir mal weiter. Zeugnisse? Ja, klar. Wofür brauchst du Zeugnisse? Ich brauche eine Auszubildende. Ich brauche Fakten, Daten. Ich muss ja schauen, ob das ja passend ist für den Laden. Okay. Dann meinst du, ich stelle einfach die Leute so ein. Ja, okay. Gut, du kannst sie mir ja auch per E-Mail senden, dann geht's auch schneller, ja? Ja, werde ich machen. Ich wünsche dir was. Ciao. Okay, danke. Nur 4 und 5, nee, das ist kein gutes Zeugnis, nee. Ja, ich brauche eine Auszubildende. Meine Tochter Jenny kann sich doch bei dir bewerben. Dann brauche ich mal Zeugnis dafür. Nee, mal gucken, ob ich im Internet was machen kann. Ach, toll. Ja, klar, super. Keine gute Idee. Das Fälschen von Zeugnissen ist eine strafbare Urkundenfälschung. Darauf steht Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren. Mhm. Das ist doch toll. Praktikum mit Bravour. Genau. Morgen. Okay. Morgen. Was willst du denn machen? Wir haben einen Termin bei meinem Chef. Hä? So einen Vorstellungstermin für einen Ausbildungsplatz als Hotelfachfrau. Nee, Mutter, ganz knickend, mach ich nicht. Jenny muss lernen, selbstständig aktiv zu werden. Jeder Mensch kann sein Leben frei gestalten und erfolgreich werden. Allerdings braucht man dazu Motivation von innen, gute Planung und ein paar mentale Strategien, die aber jeder erlernen kann. Du hast in deinem ganzen Leben keinen Plan gehabt. Den mache ich jetzt für dich. Jetzt kommst du mit, ziehst dich an. Hallo Fernando, ich habe dir nicht nur das Zeugnis mitgebracht, sondern auch gleich meine Tochter zum Vorstellungsgespräch. Ist gerade schlecht, aber na gut. Dann zeigt mal, was ihr da habt. Hallo erstmal. Nur eins und Zweier. Toll. Mhm. Was sind denn deine Stärken? Keine. Keine Stärken? Nein. Hast du wenigstens Hobbys? Hast du Hobbys? Keine Hobbys. Auch keine Hobbys? Jenny ist ein Spaßvogel, sie mag Sport. Sie liebt Sport. Gut. Liegt dir was daran, Hotelfachfrau zu werden? Nein. Auch nicht? Kein Fall. Meine Mutter wollte das. Ja, dann bist du hier falsch, weil ich suche schon eine, die das machen möchte und Lust dran hat. Also, dann sehe ich hier keinen Sinn, dich hier einzustellen als Hotelfrau vor, wenn du eh keine Lust hast, oder? Bist du böse, wenn ich sage, tut mir leid, ich kann dich nicht einstellen? Nein. Ja, dann ist halt gut. Okay. Vielen Dank. Ich wünsche dir was. Danke dir. Ja, Carina, du kannst hier bestimmt nicht die Jenny zwingen, hier anzufangen und diesen Job zu machen, wenn sie es gar nicht möchte. Ja. Das geht ja gar nicht, ne? Das stimmt. Okay. Ich wünsche dir was. Danke, tschüss. Bis dann. Ciao. Logische Trotzreaktion von Jenny. Da Carina sie nur in die Enge treibt, sieht sie keine andere Möglichkeit, als sich so zu wehren. Jenny, was wollte das jetzt gerade da ich oben? Ich hab keinen Bock auf diese Scheiße. Das war mein Chef da oben, du hast mich voll blamiert. Immer bestimmst du über mein Leben. Ich bin ja wohl alt genug, um das selber zu entscheiden. Ach. Ja? Ach. Wahnsinn, ne? Weißt du was, Mutter? Leck mich am Arsch. Hey, Moment. Au. Jenny. Jenny, was passiert? Siehst du jetzt, dass du zu weit gehst? Nee, das sehe ich nicht. Das war ein Unglück. Was ich sehe, ist, dass meine Tochter jetzt hier auf der Couch rumliegt. Ist 2 Wochen, darf sie keinen Sport machen. Und das ist das mit dem Coach, ist umsonst.
Ich erkenne dich nicht wieder. Deine Tochter sitzt da mit kaputtem Fuß. Und du denkst nur an ihr Gewicht. Wie kannst du sie nur darauf reduzieren? Ich weiß, wie das ist. Ich bin als Kind immer gehänselt worden. Mit rollende Walze hatten sie zu mir gesagt. Und das will ich meiner Tochter ersparen. Hast du mich nicht erkannt? Nö. Ja, sehe ich dich gleich. Du hast dich gar nicht verändert. Du bist doch älter geworden. Deinen Sohn, den könnten wir mit dir herbringen. So ja. Quasi als abschreckendes Beispiel. Ja, abschreckendes Beispiel meinst du dann? Ja. Ich gehe dann mal besser. Ach, was ist eigentlich mit meinem Geld? Ja, ja, bald. Dann bin ich ja mal gespannt. Tschüss, Süße. Okay. Tschüss. Tschüss. Ab 2000 Euro. Carina braucht therapeutische Hilfe. Das ist extrem übergriffig. Sie kann nicht auf so massive Weise über den Körper der Tochter entscheiden. Auf keinen Fall. Carina ist auch erst 16. Bei Minderjährigen können die Eltern nicht einfach eine Fettabsaugung oder andere kosmetische Eingriffe durchführen lassen. Sowas ist nur dann erlaubt, wenn es medizinisch erforderlich ist und dann zahlt es auch die Kasse. Hey Fernando, kannst du mal kurz mitkommen? Ich habe eine Frage wegen der Reservierung. Alles klar, ich komme. Okay. Das sind 2, 4, 5, 600. Carina hat überhaupt keinen Respekt mehr vor fremdem Eigentum und sie blendet offensichtlich auch alle Risiken ihrer Taten aus. Wenn jetzt alle Straftaten zur Anzeige kommen, dann wird es mit Sicherheit eine sehr empfindliche Geldstrafe geben. Und wenn sie die nicht bezahlen kann, dann kommt die sogenannte Ersatzhaft. Was wollen wir denn hier? Mein Fuß geht schon viel besser. Und laufen kann ich auch. Das wird eine Überraschung für dich sein. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Was für Döring? Guten Tag. Döring? Schön. Ja. Also, was möchten Sie machen lassen? Es geht nicht um mich, es geht um meine Tochter Jenny. Ich möchte, dass sie eine Fettabsaugung für ihren Bauch bekommt. Was? Es geht denn hier ab? Du kannst ja keinen Sport mehr machen. Du musst doch gut aussehen für deinen Erfolg. Was Carina ihrer Tochter antut, ist unfassbar. Sie nimmt ihr jegliche Selbstsicherheit und missbraucht ihr Vertrauen. Ganz zu schweigen von den Risiken einer solchen OP. Carina meint anscheinend, dass sie den Eingriff als Mutter quasi anordnen darf. Das geht natürlich nicht. Ganz im Gegenteil. Der Arzt wird sich überlegen, ob er das Jugendamt einschaltet, weil Carina die Grenze ihrer elterlichen Fürsorge hier offensichtlich überschreitet. Ist ja wohl das Allerletzte! Entschuldigung, wusste Ihre Tochter nichts davon? Nein. Also, es tut mir leid, aber gegen den Willen des Patienten kann ich nichts machen. Da haben Sie recht, tut mir leid. Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, es tut mir auch leid. Lass mich in Ruhe. Ich weiß doch gar nicht. Jenny, komm, mach die Tür auf. Hau bitte, ab! Mach die Tür auf, nein, sofort. Geh weg. Jenny, mach lass bitte die Tür auf. Lass mich in Ruhe. Mach die Tür auf, nein, sofort. Das, was du gemacht hast, ist so schlimm. Du wolltest mich zur Fettabsaugung treiben. Das tut Hau mir ab! Leid. Das tut mir auch leid. Mach bitte nein, sofort die Tür auf. Bitte, Jenny. Carina baut einen unermesslichen Druck auf und treibt Jenny immer weiter in die Enge. Die tut alles, um sich dagegen zu wehren und versucht zu flüchten. Jenny, mach auf, bitte! Sonst trete ich die Tür ein! Du hast in deinem ganzen Leben keinen Plan gehabt. Den mach ich jetzt für dich. Kannst mich nicht zwingen. Oh, doch kann ich. Ansonsten packst du die Sachen raus mit dir. Ich möchte, dass sie eine Fettabsaugung für den Bauch bekommt. Was? Es geht denn hier ab? Jenny! Mach bitte die Tür auf! Bitte, Jenny! Jenny, bitte! Mach auf! Ah! Jenny! Jenny, bist du aus dem Fenster gesprungen? Ja. Wolltest du von mir wegrennen? Ja, du findest mich anscheinend so dick und hässlich, dass du mich direkt zum Schönheitschirurgen schleppst. Warum hasst du mich? Ich hasse dich nicht, Jenny. Ich hab dich lieb. Ich möchte, dass aus dir was Besseres wird als aus mir. Und nicht so ein Loser, wie ich es bin.
Du gibst mir das Gefühl, ein Loser zu sein. Das tut mir leid. Ich möchte doch nur, dass es dir besser geht als mir. Ich möchte für dich ein Vorbild sein und mein Leben in Ordnung bringen. Ich habe sogar meine Arbeitskollegen bestohlen. Bitte was? Und es tut mir unendlich leid. Verzeihst du mir? Okay. Eine Therapie wird den beiden gut tun. Besonders Carina muss lernen, ihre eigenen Wünsche nicht auf ihre Tochter zu projizieren. Und sie muss lernen, ihr den Raum zu geben, sich frei zu entfalten. Und eine professionelle Schuldnerberatung wird ihr dabei helfen, ihre Schulden wieder in den Griff zu bekommen. Alles in allem ist Carina auf einem guten Weg. Sie hat sich ihrer Verantwortung gestellt und wird aus ihren Fehlern lernen. Sag mal, Jenny, du hattest doch irgendwie erst gar keine Lust, hier zu arbeiten, oder? Ja, das war wegen Mama. Sie wollte das unbedingt. Bin ich ein bisschen zickig geworden. Aber es gefällt mir schon ganz sehr. Ja, Es macht Spaß. Das freut mich. Ja, das ist Eva, ich finde das richtig toll von dir, dass du meinen Job für morgen Abend übernimmst, damit ich zur Abendschule gehen kann. Finde ich richtig toll. Das weißt du doch. Das mache ich total gerne für dich. Ehrlich. Und Hut ab, weißt du, du hast so eine Wendung gemacht und jetzt machst du sogar noch den Realschulabschluss. Ich möchte auch ein gutes Vorbild für meine Tochter sein. Oh, du bist doch schon längst ein gutes Vorbild. Hm? Nein, kein gutes. Das Beste. Carina steht endlich zu sich selbst und hat angefangen, ihr Leben zu ordnen. Sie gibt ihrer Tochter jetzt den Freiraum, den sie braucht, um sich selbst zu entfalten. Ein ordentlicher Schulabschluss ist das A und O. Gut, dass Carina den Ehrgeiz entwickelt, den nachzuholen. Dann wird sie ganz bestimmt auch einen besser bezahlten Job bekommen.